Hallo und herzlich willkommen zu Farm Together 2. Der Epi und ich, wir gönnen uns mal ein kleines Päuschen, weil wir haben viel gearbeitet. Und offline haben wir auch schon so zwei, ich glaube, oder dreimal noch mal kurz die Farm so ein bisschen neu gemacht. Also immer mal wieder die Felder neu gesetzt. Deswegen sind wir auch ein bisschen gewachsen. Jetzt schauen wir uns diesen wunderbaren Sternenhimmel an. Sogar unsere Mühle arbeitet noch automatisch weiter. Ist das nicht schön? Ist gar kein Wind. Naja, bei uns schon, aber im Spiel jetzt vielleicht nicht so. Auf jeden Fall ist hier wieder ganz viel zu machen. Und wir werden es jetzt anpacken und ich werde direkt umgedreht. Ja, und wir haben jetzt diesmal beide in die gleiche Richtung. Ja, in die gleiche Richtung gedingst. Habe ich nicht einen neuen? Nee, das war der nicht. Warte. Nein, wir haben keinen neuen. Den habe ich neu dazu bekommen. Warum hast du den? Wieso hast du den? Ich glaube durchs Leveln. Oh. Du kannst dich mal. Ich fall direkt erstmal runter. Und hol mir jetzt die Hühner. Du holst. Ach ja, wir haben ja ein neues Update gehabt. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir das überhaupt machen können. Ja, wir können von dem bisschen Geld, was wir haben, Kühe setzen. Wo setze ich die denn jetzt hin? Jetzt musst du sagen, wo das. Ich weiß es nicht. Wir haben hier so null Platz auf dieser Mikrokleine. Vor allen Dingen, du hast da hinten ja nichts frei gemacht. Da hinten ist alles durcheinander. Jetzt ist das echt. Die ist ja noch hoppelig. Ich bin das total gewohnt von meiner privaten Farm. Die ist nebenbei bemerkt jetzt, glaube ich, Level 97 oder 98. Aber nicht dem Epi sagen, sonst ist er nämlich wieder sauer. Streberin. Ich habe die mal hier oben zu den Hühnern hingemacht. Da sind die schön. Davon, wenn man Tag und Nacht da drin ist und seinen eigenen Freund vernachlässigt wegen einer Farm. Hallo Elfriede, wie geht es dir hier auf der Farm? Ich wollte mal ein kleines Interview führen. Hallo Elfriede, du kannst doch nicht. Ich rede mit dir. Du kannst mir doch nicht einfach dein Popo und dein Euter zustrecken, wenn ich mit dir rede. Da geht die noch weg. Karotten? Ja, bestimmt. Aber frag mich nicht, wo. Ich glaube nicht, wir haben sonst keine mehr. Karotten. Nee. Haben wir 78 Stück irgendwo stehen. Ja, ich habe nur 27 abgesetzt. Und wir brauchen aber 80. Ich mache hier nochmal ein Feld hin. Direkt hier vorne sind, glaube ich, welche. Schaffen wir das noch? Zumindest ein Teil davon schaffen wir jetzt noch. Das sind die, die wir aber gekauft haben, muss ich dazu sagen. Also, wo wir vielleicht die Erweiterung gekauft haben, meine ich jetzt. Nicht auf die irgendeine Erweiterung noch was drauf? Violetta Wirsing ist der auch. Nee, der ist auch nicht. Kannst alles nicht verabbauen, gerade weil ich das. Ich dachte gerade, der Epi hat gesagt Violetta. Also als Name. Violetta Wirsing. Guten Tag. Das ist ja auch ein Zungenbrecher. Ich dachte gerade, wovon redest du denn jetzt hier? Warte mal, haben wir die? Die haben wir jetzt gerade, jetzt haben wir die nicht drin. Warum haben wir hier überhaupt so ein Feld, wo wir Sachen haben? Die wir nicht brauchen. Was hast du gemacht? Ich weiß. Ich hab das nicht schnell genug gedrückt. Machen wir das später. Nein, wieso haben wir hier ein Feld, wo wir so viele Sachen neu haben? Weil eigentlich hätten wir das dann doch schon alles machen müssen. In der letzten Folge. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen irritiert. Ja. Hier ist auch nichts, was wir da hin tun können. Dann haben wir irgendwie am Ende der Folge, glaube ich. Es ist schon wieder so lange her, muss ich sagen. Und zwischenzeitlich war ich irgendwie nur noch auf meiner privaten Farm. Und dementsprechend, habe ich jetzt alles vergessen, was wir hier gemacht haben, wenn ich ehrlich bin. Ich gehe jetzt. Sie wollte damit eigentlich sagen, sie hat das vernachlässigt hier einfach, das wollte sie sagen. Nein, im Gegensatz zu dir bin ich zwischendurch auch mal draufgegangen und habe das mal eben neu gemacht, ne? Wie kann ich da draufgehen, wenn du die hast? Du kannst da auch draufgehen. Du kannst sagen, Schatz, du bist online, aus dem Weg, ich helfe dir. Ja, das könntest du sagen. Dir kann man nicht mehr helfen. Ja, das ist richtig. So, was haben wir noch? Birne? Wir haben nicht genug Wirsing. So eine Scheiße. Ja, den machen wir nicht. Der
ist ja wirklich weit. Oh, und das Benzin geht so runter. Ah, hier, jetzt geht das wieder los. Ja, aber ich habe gerade noch mal 2 Verbesserungen davon gemacht. Das hilft nicht. Ich bin schon wieder leer hier. Kannst du nichts arbeiten. Du willst das arbeiten, geht nicht. Also, geht so nicht so gut halt. Ja, ich bin am Gucken. Aber wir können jetzt auf jeden Fall Milch produzieren. Auch wenn wir nichts mit der Milch... Achso, das ist das Lagerhaus. Ach, ja, doch, dann nehmen wir das auch. Auch wenn wir nichts mit der Milch anstellen können, streng genommen. Also die jetzt vielleicht noch zu tauschen. Aber wir haben leider immer noch nichts, womit wir irgendwas herstellen können mit der Milch. Das ist der einzige Nachteil aktuell. Aber ich hoffe, dass in den nächsten Tagen da auf jeden Fall noch ein Update zu kommen wird. Oder vielleicht danach, man weiß es ja nicht. Nein. Oh, shit, ich hab's falsch verkauft. Ich habe nichts gemacht, beweis mir das Gegenteil. So, ja, aber zum Tauschen eventuell könnten die auch nach Milch fragen, man weiß es nicht. Ich habe heute das erste Mal, dass ich tauschen konnte, dass ich Honig bekommen habe. Oh, ich war so happy. Nein, wir haben keine Trauben, wir brauchen Trauben. Wir brauchen Trauben, ich konnte die Quest nicht machen. Sau, du hast dich nicht um Trauben gekümmert. Ich weiß gar nicht, ob wir die überhaupt schon freigeschaltet haben. Vorsichtig, ja. Wieso? Weil ich frage, ob wir die freigeschaltet haben? Ich habe nochmal 2 Marmelade geholt. Wegen der Sau. Du Eber, du hast dich nicht darum gekümmert. Ja, definier dich doch als was du möchtest. Von mir aus auch als Meerschweinchen. Aber sag's mir vorher. So, dann werde ich dich mit Epi das Meerschweinchen anmoderieren. Das findest du wohl witzig. Oh, ich habe gerade Marmelade eingetauscht. Jetzt kann ich Marmelade gegen 4 Medaillen eintauschen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Chips and Fish and Chips Rezept. Da kriegen wir auch noch mal ein paar zumindest Edelsteine für. Das ist auch gut. Ja, hier haben wir jetzt eigentlich alles durch. Du sollst nicht so viel kaufen, verkaufen. So, du sollst eher hier. Guck mal, die Kühe. Ja, aber guck mal, wir können jetzt hier zum Beispiel noch 2 Dings hinstellen zum Aufladen von also 2 Tanker, so. Ja, die Kühe sind doch süß. Außer das Hannelore war es nicht. Wie habe ich sie eben genannt? Ich weiß es nicht mehr, dass die mir das Euter und den Hintern gezeigt hat. Aber abgesehen davon ist sie doch süß. Das hörte sich jetzt irgendwie falsch an. Warum? Da ist einer. So. Machen wir den. Und hier hinten denke ich mir mal, dass wir... Achso, hier hinten ist aber schon einer. Ich versuche das taktisch. Wir können auch Roggen anbauen. Ja, das Bessere, da habe ich drauf gewartet, wegen der Jahreszeit. Da müssten wir die mal austauschen, alle. Im Moment könnten wir es anbauen, die austauschen. Ja, ich würde Weizen auch weiter anpflanzen. Oder? Ja, Ja, was denn? Ja, nein. Dann machen wir nochmal einen neuen Streifen für den Weizen. Dass wir den so nebenbei noch ein bisschen leveln. Weil Roggen nämlich mehr bringt. Also mehr Geld einbringt. Aber du hast recht, wir brauchen im Prinzip beides, um dann die Gerste dann am Ende machen zu können. Hast du jetzt Roggen gepflanzt oder was? Nein, Weizen. Nee, ich dachte, Roggen. Ja, was Roggen denn ist nun? Die Verbesserung, so. Jetzt, wenn das reinkommt, wie gesagt, dann machen wir dann nochmal Weizen. Machen wir dann von mir aus einen kleineren Streifen oder so. Ah, ich höre die Kühe. Das ist so ein schönes neues Geräusch. Also ein neues altbekanntes Geräusch. Aber ich freue mich so darüber. Man darf sich ja auch über die Kleinigkeiten im Leben freuen. In diesem Fall sind es Kühe. Die nebenbei bemerkt auch irgendwie niedlich aussehen, finde ich. So. Bin ich hier schon wieder. Aber man muss dazu sagen, es wurde stark verbessert mit dem Benzin. Also da Hut ab. Da habe ich jetzt auf der privaten Farm gar keine Probleme mehr. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das jetzt so in kleineren Bereichen ist, muss man dazu sagen. Ach so, Thema. Warte mal. Ich wollte mal gucken. Aber dazu muss ich nochmal kurz rübergehen. Weil die haben was geändert. Das habe ich privat nämlich zufällig gesehen. Du kannst nicht rübergehen, dann fliege ich raus.
Ich bin doch schon drüben. Ich bin doch schon das zweite Mal hier. Ach, du meinst jetzt auf ja. die Stadt gehen. Sie haben jetzt mit Level 28 die Boutique frei. Das kann sein, dass das vorher auch schon so war. Aber ihr braucht nicht mehr Level 30 für die Landschaftsbauagentur. Ich meine, bei einer anderen Farm habe ich gesehen, dass die mit Level 26 freigeschaltet war. Kann aber auch 28 gewesen sein. Das heißt, dass wir jetzt doch keine Tankstellen bauen, sondern auf die 20 Medaillen hin sparen. Warum? Ja, damit wir das so gestalten können, wie wir das wollen. Und wenn das, weil was ich doof finde... Du willst wieder nur so ein plattes Land machen. Nee, hör mir mal zu. Du hast teilweise, so Ländereien, wo diese Hubbel drin sind. Da kannst du dann aber nicht diese 3x3 hinsetzen, sondern du kannst zum Beispiel 2x3er-Felder nebeneinander und einmal nur ein 2er-Feld. Und das ist natürlich doof. Und dementsprechend, ich würde sagen, dann machen wir... Nein, das ist man realistisch. Ah nee, das ist wieder... Das ist nämlich sowas, wie ich das gemeint habe. Hier ist zum Beispiel dann was, wo man nur 4 Sachen hat. Und das ist blöd. Das ist natürlich viel schöner und effektiver, wenn man dann halt 3x3er-Felder da reinmachen kann. Müssen wir ja nicht überall glatt machen. Darum geht es ja nicht. Es geht nur darum, dass du halt diese Dreierfelder machen kannst. Die wir alles platt machen und so eine Monokultur wieder aufbauen. Hier, ich merke also erstens ist es keine Monokultur und zweitens ist das, was du meinst, nur auf meiner privaten Farm. Die muss effektiv laufen, weil mit der mache ich dann ja auch die Events. Und die Events mache ich nur mit Farmen, wo ich halt effektiv auch viel kriege und viel direkt anbauen kann und so. So, jetzt hast du hier schon alles gemacht. Jetzt kann ich hier gar nichts machen. Jetzt fahre ich hier wie blöde hin und her. Dann verfahre ich den Sprit. Wie verfahre ich den Sprit? So, warte mal. Der Würsing ist jetzt auch gleich fertig. Das Problem... Ach doch, den können wir diesen Monat machen. Dann warte ich am besten mal hier. Hast du da hinten die Blümchen schon gemacht? Bei mir in der Nähe. Ja, da geradeaus weiterfahren. Warst du da schon? Weiß ich nicht mehr. Er weiß nicht mehr, ob er da eben durchgefahren ist. Ich nehme seit knapp 10 Minuten auf, ja. Also, ja, den Epi schicken wir mal zum Doktor. Ich war schon überall und nirgends. Aber nicht hier auf der Farm. Auf meiner privaten, obwohl, nee, da bist du, glaube ich, nicht so durchgefahren. Oder die ist mittlerweile zu groß für den Epi. Der hat gesagt, der möchte nicht mehr so viel laufen. Beziehungsweise fahren. Der mag keine großen Farmen. Ist er zu alt für. So. Wieso haben wir jetzt hier 2 Reihen von den Möhren? Was ist denn das für ein Quatsch? Ja, das habe ich nicht gemacht. Ja, ich weiß nicht. Ich war komplett woanders. Die waren ja schon da hier. Wir haben mehr. Da unten sind auch noch Möhren irgendwo. Ja, aber die hier vorne, die haben wir gemacht. Die müssten wir dann mal, wenn die reif sind, mal gegen was anderes austauschen. Ja, dann mach das doch. Also eine Reihe, ne? Nicht alle. Was haben wir denn jetzt? Ja, Frühjahr kommt jetzt, das heißt, da können wir die Linsen abfahren. Die brauchen wir nämlich auch, wir brauchen Linsen. Aber wir brauchen noch mehr Linsen. Die sind zu wenig, hast du hier angepflanzt. Ja, weil die Quest nicht drin war, logischerweise. Ja, aber 40 brauchen wir und jetzt können wir nur 27 gleich abernten und du hast wieder versagt. Du hättest das wissen müssen. Hallo, wir haben doch hier ganz viel Platz. Ja, aber ich bereite uns hier schon mal was vor, dass wir da weitere Linsen anbauen können. Das aber gar, nein, hier ist doch das Linsenfeld. Das ist doch schon da. Ja, aber dann musst du die, da musst du wieder warten, bis die fertig sind. Hier, ja. Jetzt hat der AP das hier einfach hinter meinem Rücken. Einfach hinter Rücks hier vergrößert, du. Hab ich gar nicht. Das war clever. Ich hab's ja nur auf der Aufnahme. Ich hab mich genau in dem Moment umgedreht. Red dich jetzt nicht raus. Och, hier, wie lange dauert denn der Winter jetzt noch hier, Mann? Kann man noch was machen hier hinten? Gerade haben wir davon gesprochen, ob er hier die Blumen gemacht hat, ne? Das hat er vollkommen ignoriert. So wie immer, meinte. Ja, genau, so wie immer. Und was ist jetzt daraus geworden, dass du das ignoriert hast? Nichts. War gut, dass ich das ignoriert habe. Ja, super. Aber dafür haben wir jetzt die Blumen, hätten wir dann nicht abgeerntet, wenn ich jetzt nicht zufällig hier vorbeigekommen wäre. Warum läufst du da so alleine ohne Traktor rum? Hast du den verloren? Weil ich das schön machen wollte. So. Ach, du und schön. Ich wollte rechts und links gleichzeitig vergrößern. Und da hinten müssen wir mal gucken. Ich glaube, das stelle ich ein bisschen um, weil ich habe gesehen, wir haben noch andere. Ist hier nicht schöner wohnen, das ist hier wenn schöner Farm. Schöner Epi. Schöner Epi. So, warte mal. Die haben wir jetzt dazu bekommen. Dann würde ich sagen, dann bauen wir die nämlich auch nochmal an, damit wir zu wenig Geld. Ja, jetzt haben wir noch was weniger.
gibt schon ich war's nicht. Aus. Doch, ja, ich muss. Hallo, Blumen sind eine Einmalinvestition, ja. Das ist jetzt nicht so, als ob ich mir irgendwo ein Computerspiel hole oder so. Und dass ja, das auch nur eine Einmalinvestition ist, weil man es nur einmal spielt. Immer die Blumen einfach nur dazu dingsen. Das ist ja. Wieso immer nur? Wir müssen die leveln, um andere freizukriegen. Das ist dir schon klar. Wie lange spielst du schon Farm mit mir? Oder alleine? Alleine. Eigentlich immer alleine, ne? Guck mal, die Tulpen, die haben wir nämlich jetzt auch. Ich muss immer alleine spielen. Ich wurde gezwungen zu dem Spiel von dir und dann muss ich alleine meine Farm immer befarmen. Deine Farm befarmen. So, warte mal, von denen haben wir welche, von denen haben wir welche. Es geht ja nur, es muss ja noch nicht mal so viel sein. Es geht nur darum, dass wir von jeder Sorte zumindest mal ein so ein Neunerfeld haben. Das ist wichtig, damit man das immer wieder so pö. Ach, hier hinten sind übrigens die ganzen. Ja, die habe ich doch schon abgefarmt. Ja, Möhren haben wir jetzt. Also, ich brauche noch die Linsen. Die hast du schon abgefarmt, aber mich hier blöd am Anmachen. So, warte mal, 59. Ich bin schon Sekunden, viel weiter. Jetzt bin ich schon bei Zucchini. Jetzt bin ich schon bei Zucchini. Ich bin schon bei Z, wo du noch bei M bist. Warte mal, können wir die hier nochmal machen? Haben wir hier noch ein Dreierfeld? Aber noch ein Dreierfeld, dann machen wir das auch. Komm. Jetzt könnte aber langsam mal der Winter zu Ende gehen, damit wir endlich hier die Linsen dingsen können. Jetzt ist ja mehr Kürbis. Nein, was hat der jetzt gemacht? Wieso ist der nicht weitergefahren? Wieso ist der stehen geblieben? Weil kein Sprit alle ist. Du Idiot. Nein, ist es doch gar nicht. Och nee, das kann man. Hä? Wieso kann man das nicht markieren? Wieso muss ich das löschen? Hier hinten so komische Tomaten. Wer hat das denn gemacht? Oh, wir müssen von jedem müssen wir ein Feld machen, um die zu leveln. Das haben wir doch letztes Mal oder so. Ja, aber auf der Hälfte ist dann Tomaten. Das ist nicht gut. Ja, das ist, weil wir keinen Platz hatten. Wir haben aber doch jetzt erweitert. Ja, aber jetzt haben wir hier doch eine Reihe. Dann machen wir dann hier die hin. Ja, die Melonen aber, ne? Ach so, das meinst du. Nee, hier machen wir dann die Die Kartoffeln. Diese komischen, wenn die dran sind, 42? Die Tomaten. Aber eigentlich wäre besser, ich würde sie jetzt wegmachen. Wann kommen die Tomaten denn? Die kommen nämlich jetzt als nächstes. Da mache ich die jetzt einmal kurz weg. Nein! Dann kann ich die Melonen hier hinpflanzen. Welche Melone war das? Die? Ja. So. Jetzt hier als Melonenfeld. Und dann müssen wir da hinten nur dann eine Reihe von diesen. Ich mache jetzt hier erstmal die Kartoffeln. So. Mach mal die. Die kannst du dann da vorne nämlich von der Ecke dann nämlich auch wegmachen und den Streifen durchziehen. So. Ich muss noch was kurz anderes. Hier machen. Die kannst du auch wegmachen, ne? Wir haben ja da hinten jetzt ein längeres. Ich mache jetzt die. Ach scheiße, wir haben kein Geld mehr. Ich wollte jetzt diese lilanen Auerbirnen hier hinmachen, diese. Auerbirnen. Auerbirnen. Also ich kenne das Auerland. Nee, Auenland. Auf was rede ich? Ja, das Auerland, ja, das kenne ich auch. Das tut ganz weh, das Auerland. Ja, das Auerland habe ich immer, wenn du hier bist. Du bist immer nur böse zu mir. Das habe ich jedes Mal. Achso, das können wir nicht, weil. Nee, aber auch nicht wegen der Jahreszeit. Okay, pass auf, da mache ich hier die Kartoffeln noch eben weg. Aber eigentlich müssten dann die Melonen hier hin. Warum machst du die Kartoffeln weg? Da müssten. Ja, weil ich hinten eine Kartoffellinie gezogen habe. Ja, aber dann mach die Melonen schnell. Ach, wir haben kein Geld für Melonen, oder? Ja, aber warte mal, welche Melonen? Die normalen, die. Oder? Na, die, ja, aber ich habe kein Geld mehr. Jetzt du hast ja eben unser letztes Geld verbraten. Du hast zu wenig. Wir haben zu wenig Sachen, die was einbringen. Ja, du hast das schlecht gewirtschaftet hier. Ganz schlecht. Ja, du willst ja nicht, dass ich das mache wie im privaten Bereich. Da habe ich im Moment 5 Millionen oder so. Also mecker hier nicht rum, ja? Ja, auch. Aber wir haben einen neuen Fisch bekommen, den wir übrigens auch nicht setzen können. Und den Fisch, den wir brauchen für die Quest, können wir auch nicht setzen. Ist das nicht toll? Ja. Ich mach mal mit Salat weiter, warte mal. Ich mag das nicht, wenn man... jetzt bist du auch hier. Du hast doch gesehen, dass ich hier bin. Ja, weil ich nicht viel andere machen kann. Warte mal, hier hast du nichts, oder Weizen? Nee, Roggen ist das andere. Dann lass den Streifen hier für den Weizen, okay? Dass wir den so lassen. Paprika können wir jetzt eh nicht machen, ne? Oder? Moment. Nee. Können wir aber im nächsten Monat machen, den beiden merkt. Hast du denn hier vorne, hast aber die ganzen Dings gemacht? Die Fische habe ich abgefarmt, aber... Nee, die Blumen meinte ich. Weiß nicht, ob es alle waren, aber die gingen, habe ich genommen. Die gingen, hat er genommen. Okay. Ja,
Habe ich. Das waren jetzt die Tomaten, die wir auch nicht hatten, genau. Die Tomaten, die wir auch nicht hatten. Aber das finde ich eigentlich ganz gut. Ich weiß ehrlich gesagt, nee, früher war es anders. Ich nicht. Das ist mir zuletzt aufgefallen. Früher war es doch immer so. Ich weiß, ich glaube, da kam dann auch noch ein bisschen was früher dazu, so wie Salat oder so. Aber du musstest auch einen gewissen Geldbetrag, meine ich, bezahlen, wenn du so Hühner und so fütterst. Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja, musst du ja jetzt auch. Nee, ich habe gerade mal drauf geachtet. Du musst tatsächlich nur... Das Futter haben. Hier, ja, nur das Futter. Also hier habe ich jetzt nur Salat bezahlt. Was ist das bei denn den, dann? Bei den... Dann sag mir doch mal... Das ist kein das Geld, ja, wovon doch. Ich gerade gesprochen habe. Du könntest das Futter ja auch verkaufen, dann kriegst du ja Geld dafür. Oh, ey, Klugscheißer Epi. Jetzt müsste ich echt mal sowas reinmachen. Bild von dir... So mit Brille und so einem dummdämlichen Grinsen, ja, und dann so eine schöne Musik und dann Klugscheißer. Du kannst nicht. Aber wir haben nicht genug Geld, weil du wieder alles ausgegeben hast. Wo haben wir denn die roten Kartoffeln? Ich sehe die zwar, dass wir welche haben, aber wo? Oh. Ja, wir können nur Mais und Dings machen. Ja, danke. Oh. Jetzt konnte ich nicht mehr hier setzen. Ja, du bist echt, weil du mir irgendwo jetzt gerade Geld weggenommen hast. Ich habe gar nichts mehr weggenommen. Wir haben kein Geld mehr, habe ich gerade gesagt. Warte mal. Ja, ich weiß. Ich mach mal die Paprika, aber dann darfst du gerade nichts bauen. Ja? Nichts setzen, bitte. Du bist böse. Weil dann kriegen wir... Hier sind übrigens noch Bäume, die du auch abernten kannst. Wieso sind hier Kartoffeln auf dem Paprikafeld drauf? Mein Traktor hat einen Reifenschaden und da bin ich abgedriftet. Aha. Aha. So, so. Warte mal. Roggen 705. Ja, genau. Roggen, das ist das Bessere. Da hatten wir nämlich da hinten noch ein Feld, wo ich das einmal machen kann. Und da müssen wir natürlich darauf hinarbeiten, dass wir dann die Gerste bekommen. Weil dann kannst du nämlich davon ausgehen... Oh, wieso haben wir jetzt kein Geld mehr dafür? Hallo? Jetzt kann ich die... Hör doch mal auf! Jetzt kann ich die Dinger nicht mehr hinsetzen. Hör auf mit was? Ich bin hier die Sachen am Setzen und auf einmal haben wir kein Geld mehr. Du sollst nichts mehr setzen. Da waren gerade noch 1700. Das hätte locker ausreichen müssen. Ja, aber du alles verballerst. Nee, ich habe ein Feld neu gesetzt hier. Na toll, ich wollte es auch neu setzen, ging ich das. Dadurch hast du jetzt das Feld kaputt gemacht. Das ist jetzt kaputt. Ich war nirgendwo dran. Ich wollte es nur neu setzen, aber das ist jetzt nicht voll. Dafür hole ich hier gerade jede Menge aus den Bäumen raus. Und da hinten haben wir auch noch... Aber wir müssen auch noch neue Bäume setzen, ne? Weil damit kannst du auch recht gut Geld machen. Also das dürfen wir nicht vernachlässigen hier. Kommt auf die Bäume an. Ja, aber um die man braucht, freizuschalten, musst du halt die anderen auch leveln. Deswegen müssen wir eigentlich alle Bäume setzen, wenn du so willst. Ist ja logisch, weil du levelst dann immer dadurch, dass du einen neuen Baum setzt, levelst du das ja. Und einige haben wir gar nicht. Also zum Beispiel den Royal Gala haben wir nicht. Ja gut, die anderen, die haben wir zum Glück alle. Dann können wir den vielleicht hier vorne... Wenn wir mal zwei haben, damit wir mal ein bisschen leveln können. Das haben wir immer noch nicht. Ich weiß immer noch nicht, wo die roten Kartoffeln sind. Ach doch, hier. Hm. Die waren aber nicht fertig, ne? Ne, die waren nicht fertig. Habe ich die eben gesetzt oder hattest du die gesetzt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich weiß, ich habe hier dieses Weizen oder Roggen oder was weiß ich, was fällt. Das hatte ich gesetzt. Ach so, haben wir irgendwo Tomaten? Ja, da hatte ich aber relativ frisch eine neue Reihe gesetzt eben. Nee, dann sind die auch nicht fertig. Nee. Wobei, Tomaten, glaube ich, sind jetzt nicht so lange, wenn ich mich richtig erinnere, aber ich denke eine nicht... Eine Stunde. Doch, eine Stunde? Mhm. Naja, gut. Aber egal, ich bin froh, dass wir schon mal ein paar Kühe hier haben. Also im Real mag ich Kühe ja nicht so. Die haben ja so einen ganz schlechten Ruf. Du hast einen schlechten Ruf?
Die, dass die einen so umboxen können mit einem Schlag. Also von der Kraft her jetzt, ne? So. Du oder ich? Mach. Weil du da jetzt auch gerade angefangen kamst. So, du könntest jetzt hier theoretisch noch... Ah, ne, Auberginen haben wir jetzt gerade... Doch, haben wir noch. Ich könnte noch eine Aubergine hinmachen. Damit das ein bisschen aufgefüllter ist. Mach mal eine dahin. Wenn du wahllos das ganze Geld verballern würdest, dann hätten wir ja mehr. Ja, vor allen Dingen ich. Du bist hier irgendwas am Pflanzen? Ich fänd's gar nicht. Nein. Ach, das ist nur... Oh. Und was mit den Kürbissen? Die wären in der nächsten Jahreszeit. Merkt ihr das mal, die Kürbisse, weil die geben auch was mehr Geld. Wenn wir die nochmal neu setzen, das ist auch schon mal gut. Nein. Tiere können wir nochmal füttern. Irgendwas ist voll, du musst es wegbringen. Geh mal zum Händler. Ich geh mal zum Händler. Der Salat ist voll. Wenn ich Salat mache, ist voll. Der Salat ist voll, Händler. Du bist aber nicht der Händler, den ich... Oh, hier ist das alles so durcheinander. Das ist gar nicht so wie bei mir. Oh Gott, ich habe gar keinen Überblick mehr. Okay, das ist wieder was anderes. Du hast auch keinen Salat. Du hast nur die... Aber da können wir auch nochmal... Weil die, ups, die Bäume sind ja schnell wieder da. So, du bist für den Dings. Ah, bei dir ist Salat. Ja, der Salat ist voll. Habe ich das schon gesagt? Oh. Wie? Okay, mehr kann ich aber nicht verkaufen, weil das zu klein ist. Also das Lager. Wir haben noch. Da musst du jetzt erstmal mit rechnen. Deswegen habe ich privat auch direkt immer alles ins Lager gesteckt, unter anderem. Und natürlich in Blumen. Blumen sind immer ein sehr großer Tipp. Nein, wir brauchen immer noch die Lilan, also die Trauben. Ja, wir haben aber kein Geld im Moment. Das ist das Problem. Wir haben nur 930 Taler. Ich habe so schön Geld erwirtschaftet, wo ich zwischendurch mal drauf war. Ich hätte doch mal öfter drauf gehen sollen. Hätte mal ein bisschen mehr Geld gehabt. Dafür haben... Ach, wir können aber erweitern, glaube ich. Wir haben 1000... Warte mal... Wo ist denn hier ein Rand? Hier. 1250 brauchen wir für die nächste Erweiterung. Merkt ihr das mal? Das ist gar nicht so weit hin jetzt. Mhm. Ja, da das jetzt gerade so ein bisschen stockend ist, bis die Jahreszeit zu Ende ist, würde ich sagen, machen wir hier mal einen kleinen Cut. Wir gehen hier zwischendurch nur mal gucken, was man noch bewässern kann und so. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.